Es gibt auch positive Nachrichten in der Münchner Sportwelt. Die Frauenabteilung des FC Bayern feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Darüber, aber auch wie Corona die Fußballerinnen beeinträchtigt, spreche ich mit der Nationalspielerin Christine Dehmann vom FC Bayern. Christine, hallo, schön, dass du Zeit hast. Hallo. Die erste und wichtigste Frage vorab, wie geht es dir? Danke der Nachfrage, mir geht es sehr gut. Die Sonne scheint draußen, ich bin gesund, deswegen kann ich mich nicht beklagen. Das klingt wunderbar. Am 1. März hattet ihr das letzte Spiel. Seitdem keine Freundschaftsspiele, keine Punktspiele mehr bestritten. Wie sehr vermisst du den Fußball? Ja, schon sehr. Ich meine, das ist natürlich das, was wir jeden Tag ausüben. Ich glaube, nicht nur wir vermissen den Fußball. Ich glaube, viele vermissen selber zu spielen oder im Fernsehen zu schauen. Wir wissen natürlich, wofür wir das machen. Deswegen, die Gesundheit steht da definitiv weit über allem. Und dann ist es auch ein sinnvoller Verzicht, den wir da ausüben. Ja, auf jeden Fall. Jetzt heißt es trotzdem, zu Hause fit halten für alle Profisportler. Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr da auch irgendwie ein Cybertraining oder einfach jeder seinen eigenen Trainingsplan? Wir haben einen eigenen Trainingsplan und das Cybertraining. Also wir haben nicht jeden Tag Cybertraining. Wir hatten, ich glaube, jetzt 3 oder 4 Mal, wo wir dann wirklich mit der ganzen Mannschaft so interaktiv quasi trainieren. Und haben aber nebenbei noch einen eigenen Plan, wo wir Läufe drauf haben und dann hier durch die Parks laufen. Wie ist das dann für euch? Sieht man die anderen Mitspieler dann auch in kleinen Bildschirmen auf dem eigenen Laptop? Oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, genau. Also man sieht wirklich auf dem Laptop dann ganz viele kleine Bilder, wo jeder drauf ist. Und dann leitet unser Athletiktrainer das Training und dann kann man immer schön sehen, wie alle ihre Übungen machen und er das quasi anleitet. Bei den Männern, die haben auch dieses Cybertraining, hat sich ein Bastian Schweinsteiger oder auch ein Arjen Robben, die ja gar nicht mehr aktiv beim FC Bayern spielen, auch eingeschlichen in das Training. Gab es sowas bei euch auch schon? Bei uns gab es das leider noch nicht. Wäre mal eine coole Idee, wenn sich jemand dazuschalten würde von den Ex-Spielerinnen oder so. Ich bin gespannt, ob sich da noch einer was einfallen lässt. Aber bisher gab es das leider noch nicht. Wir sehen mal, vielleicht passiert ja sowas noch. Es gibt auch, wie ich schon angesprochen habe, was zu feiern. Die Frauenabteilung wird 50 Jahre. Das clubeigene Magazin hat euch die Titelstory gewidmet. Macht einen sowas auch stolz? Ja, es ist auf jeden Fall schön, dass der Verein gerade zu so einem Jubiläum das würdigt und auch dementsprechend in der Zeitschrift so umsetzt. Ich denke, schön wäre es auch in Zukunft, wenn das eigentlich zur Normalität werden würde, dass die Frauen dann einen Anteil kriegen in dem Magazin. Aber auf jeden Fall im Rahmen des Jubiläums eine sehr schöne Geschichte. Du hast selber schon vor knapp 10 Jahren dein erstes Profispiel in der ersten Liga bestritten. Wie siehst du denn die Entwicklung im Frauenfußball? Wie sehr hat sich da schon was getan? Ich glaube schon, dass sich einiges entwickelt hat, gerade natürlich auch in den Vereinen oder in den sogenannten großen Vereinen, die Männervereine dahinter haben, sieht man, dass da unheimlich große Schritte gemacht werden. Natürlich auch im Ausland, gerade England, Italien, Frankreich, Spanien. Da sieht man schon, dass die großen Vereine da ordentlich mitziehen. Auch in Deutschland, glaube ich, ist die Entwicklung gut. Man hat natürlich mit Wolfsburg und mit uns 2 Vereine, die normalerweise in der oberen Hälfte der Tabelle sind und dann breites Mittelfeld. Ich glaube, dass man da an der Entwicklung dranbleiben muss. Aber man sieht schon, dass die Dichte von der Konkurrenz schon sehr eng ist, auch in Deutschland. Definitiv auch technisch, was ja früher manchmal so ein bisschen angemahnt wurde, dass die Frauen da hinterher seien, ist definitiv mittlerweile, glaube ich, nicht mehr der Fall. Wir sehen das auch, weil auch die Mädels natürlich zu Hause trainieren. Deine Mitspielerinnen haben schon vorgemacht, zum Beispiel die Nicole Reuser, da haben wir auch ein Video, hat den Balkon mal kurz umdisponiert zum Minispielfeld. Oder die Linda Dallmann zeigt da ihre Jonglierkünste mit der Toilettenpapierrolle auch. Sehr technisch versiert. Hast du selber auch schon dich zu Hause daran ausprobiert, an den Möglichkeiten, wie man sich denn jetzt zu Hause technisch fit hält?
Ja, das auf jeden Fall. Also zwar jetzt nicht mit irgendwie Klopapier oder sowas, aber wir haben auch von unseren Trainern immer kleine Technik-Challenges bekommen, wo wir die Übungen, die auf dem Video sind, nachmachen können und denen dann wieder schicken. Da ist man dann auch ganz gut beschäftigt, weil es auch sehr anspruchsvoll ist. Von daher haben wir auch ab und an mal den Ball am Fuß und können uns da ein bisschen austoben. Dann freuen wir uns, wenn wir euch endlich wieder auf dem Feld sehen, wann auch immer das sein wird. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bleib gesund. Ja, danke gleichfalls.